Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Queerstality und außerdem willkommen zu einem neuen Video aus der Reihe Aktiv Kreativ. Ja, nachdem jetzt einige Zeit, Wortfindungsstörung. Jedenfalls Stille geherrscht hat, haben wir uns nun quasi neu formatiert. Und es geht weiter, und zwar heute zum Thema Insekten. Und ich habe mir gedacht, da die angenehmsten Insekten neben Bienen und Hummeln Schmetterlinge sind, zeige ich euch heute, wie man einen Schmetterling aus einem quadratischen Stück Papier faltet. Also ein Origami-Schmetterling für euch. So, wie gesagt, ihr braucht ein quadratisches Stück Papier. Die Größe bleibt natürlich euch überlassen. Ich habe hier ein relativ kleines Stück. Aber nichtsdestotrotz, es funktioniert mit allen Größen, wie ihr auch nachher sehen werdet. Aber jetzt erstmal zur Grundanleitung. Ihr braucht zwei diagonale Linien. Das heißt, ihr faltet zunächst mal eine Ecke auf die gegenüberliegende Ecke. Falten das Ganze wieder auf und falten dann die andere Ecke auch auf die gegenüberliegende Ecke. Das falten wir wieder auf und dann drehen wir das Ganze so, dass die Falten, die Talfalten, quasi zu Bergfalten werden. Und jetzt falten wir noch eine Kante auf die gegenüberliegende Kante. Das falten wir auch wieder auf. Und jetzt müssen wir es wieder umdrehen. Und jetzt werden quasi hier diese kleinen seitlichen Dreiecke unten auf das große gefaltet. Und dann wird das Ganze hier runtergeklappt. Ich zeige es nochmal. Also diese seitlichen Dreiecke hier werden auf das große geklappt. Dann kommen hier die Dreiecke da drauf und dann wird das Ganze runtergedrückt. So, alles nochmal glatt streichen. Und jetzt faltet ihr diese Spitze zu der Spitze. Gleich auf der anderen Seite auch. Mal schön darauf achten, dass man das ordentlich macht. So, und jetzt wird das Ganze umgedreht. Und dieses Dreieck wird nach oben gefaltet. Dabei hebt sich das unten ein bisschen. Und zwar so, dass es hier so ein Stückchen über die Kante steht. Und dieses Stückchen wird dann umgeklappt. Jetzt drehen wir das Ganze wieder und jetzt wird hier die Mittellinie noch ein bisschen gefaltet. So, und da haben wir ihn auch schon, den kleinen Schmetterling. Huch, ganz einfach, oder? So, jetzt fragt ihr euch sicherlich, der sieht ja süß und niedlich aus, aber was kann man denn damit machen? Nun, ihr könntet zum Beispiel hingehen und könntet hier mit einer Ahle oder einer Nadel ein Loch reinbohren und dann könntet ihr ganz viele Schmetterlinge machen, auch in verschiedenen Farben und könntet daraus eine Girlande machen oder ein Mobile oder ihr könnt das auch als Dekoration auf Geschenkschachteln oder auf Karten aufkleben oder ihr könnt auch eine Collage machen. Was ich jetzt allerdings machen werde, ist ein paar Ohrringe und dabei dürft ihr mir jetzt gerne noch zuschauen. Ja, für die Ohrringe habe ich mir jetzt hier ein paar Sachen zurechtgelegt und zwar natürlich ganz wichtig die Ohrringhaken. Dann habe ich hier sogenannte Kettelstifte. Ne? Ja. Da kann man dann alles drauf aufreihen. Dann habe ich hier auch noch ein paar Perlen, zwei kleine Papiere, eine Ahne, nachher zum Durchstichen. Und hier sogenannte Ösenringe oder Biegeringe, mit denen ich dann nachher alles an den
Ohrring befestigen kann. Und dann habe ich hier noch einen Seitenschneider und eine Rundzange. Gut, dann legen wir einfach mal los, indem wir unsere Schmetterlinge falten. Habe ich euch ja gerade eben gezeigt, wie das geht. Zuerst mal zwei diagonale Linien. Natürlich jetzt in der Größe etwas friemeliger. So, und da sind sie, die beiden kleinen Schmetterlinge. Ja, der Autofokus will anscheinend nicht. Gut, jedenfalls geht es jetzt weiter, indem wir einfach hier in die Mitte mit der Ahne ein kleines Loch bohren. Passt aber bitte auf eure Finger auf. Und bohrt wirklich, also nicht mit aller Gewalt durchstechen. Einfach so lange bohren, bis ihr auf der anderen Seite rauskommt. Outside the box, he was always pretending one couldn't be who I wanted to be and be you. Das wäre geschafft. Und jetzt fädeln wir eben genau durch diese Löcher von unten nach oben jetzt die Kettelstifte durch. Ja. Das nach unten schieben oder ziehen. Ja. Dann kommen da drauf noch die Perlen. Dann brauchen wir die Rundzange. Und ich glaube, den Seitenschneider brauchen wir eventuell gar nicht. So, Nummer 1. Also solltet ihr längere Kettelstifte haben als ich oder ihr könnt auch Draht dafür benutzen, dann kann es sein, dass ihr da den überstehenden Draht dann abschneiden müsst. Aber hier scheint das tatsächlich ganz gut so zu funktionieren. Okay, dann nehmen wir uns jetzt diese Ösenringe, die Biegeringe, und die biegen wir jetzt ein bisschen auf. Dann fädeln wir uns da zuerst
in seinen Schmetterling mit den Perlen auf. Ja, ne? Und dann den Ohrring haben. Aber dann auch so rum, dass nachher der Schmetterling auch richtig ruh fliegt. So. Und dann biegen wir das Ganze wieder zu. Und das gleiche machen wir jetzt mit dem anderen Ohrring auch. Mit dem Autofokus ist heute echt irgendwie. Ah, schon mal einer guck. So. So sehen die fertigen Ohrringe aus. Genau. Okay. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch sehr gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch unbedingt bei den anderen Mädels vorbei, was die Schönes zum Thema Insekten gebastelt haben. Ich verlinke euch alle Videos bzw. alle Videokanäle unten in der Infobox, aber ihr findet sie natürlich auch wie immer unter dem Hashtag aktivkreativ. Ansonsten würde ich sagen, hier könnt ihr wie immer meinen Kanal abonnieren. Hier findet ihr das letzte Video, was ich hochgeladen habe. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ihr Lieben.